Und damit herzlich willkommen zurück zu Indiana Jones 2, der letzte Kreuzzug, der letzte Spielstand. Beim letzten Mal bin ich ein bisschen verzweifelt an dieser Stelle hier, weil es wirklich überhaupt keinen Hinweis, überhaupt keine Möglichkeiten gab, hier irgendwas anderes zu tun, um dieses Rätsel zu lösen. Mittlerweile habe ich herausgefunden, das ist überhaupt kein Rätsel, das ist einfach nur ein Klicke die richtige Stelle an. Wenn man sich nämlich langsam hier rantastet, dann wird Indy ungefähr hier stehen bleiben oder wenn er unten ist, wieder hochlaufen und sich dann in die Kreise irgendwie rauskommt, voll reinstürzen. Wenn man hier rüberklickt, um ihm zu sagen, geh schnell durch, passiert ziemlich genau das gleiche. Wenn man aber komischerweise in die Mitte klickt, ungefähr hier unter die Fußspitzen von dem Manne, der da liegt, dann bleibt er komischerweise genau da stehen, wo er auch stehen würde, wenn man sich halt langsam rantastet, und da kriegt er es aber seltsamerweise doch hin, den Teil einfach auszuweichen. Das ist eine ganz klare Logik, genau die gleiche wie hinter dem Stein bei Schloss Brunwald, der innen drin plötzlich 1,5 Meter tiefer hängt, sodass Indy bei dem 1 Meter tieferen Boden plötzlich doch rankommt, im Gegensatz zu von außen. Hier beim zweiten Rätsel geht es jetzt darum, auf die richtigen Platten zu treten und Jehova. Das heißt, die richtige Schreibweise ist Jehova, J-E-H-O-V-A. Und ich nehme an, dass Indy jetzt deswegen nur auf die Platten mit genau diesen Buchstaben treten darf. Also U oder X zum Beispiel, das ist wohl verboten. A sollte gehen, aber da geht es ja dann nicht weiter. Deswegen gehe ich jetzt weiter auf J, dann auf V. H ist ja auch drin. Jetzt habe ich Möglichkeiten. Na, oben rum geht's nicht, da müsste ich über das R, also muss ich hier unten weiter. A, E, H, A, O. Ist das ein J? Nein, das ist ein L. Nein. Keine Ahnung. Will ich nicht riskieren. Das U geht auf gar keinen Fall, also muss ich auf jeden Fall doch hier weiter. A, O, H. So, jetzt könnte ich oben rum oder hier unten rum. Mal gucken, unten. E, H, H. B geht nicht, V würde gehen, E geht, U geht nicht, F, C, nee. Okay, also da unten rum klappt nicht. G funktioniert nicht, also muss ich hier oben rum. E, E, hier kann ich nur aufs J. Hier kann ich nur auf das H, auf das E. Ich kann jetzt auf das J, ich gehe direkt auf das O. Diagonal funktioniert, habe ich gerade gemerkt. N geht natürlich nicht, aber H funktioniert. Jetzt kann ich entweder weiter über das E oder das A. Von dem E müsste ich auf das H und dann auf das B. Das klappt nicht, also gehe ich hier weiter über das A. Über das E. V ist drin. H ist drin. J bringt mir nichts. E und A ist drin. Und damit... Hey, das war doch jetzt mal... Also verglichen mit dem ersten ist es auf jeden Fall mit dem, was man hier gesagt kriegt, lösbar. Dieses zweite Rätsel ist nicht wirklich ein Rätsel. Gut, vielleicht kam ich auch direkt auf die richtige Idee. Beeile dich, ja, ich würde jetzt gerne die Peitsche nehmen, mich oben irgendwie festhalten, aber es gibt hier keinerlei Interaktionsmöglichkeiten. Spring. So schnell du kannst. Nein, das hat nicht geklappt. An dieser Stelle mache ich dann mal einen Schnitt und da sind wir wieder. Ich gebe es zu, ich habe gerade nochmal in die Komplettlösung geguckt und angeblich soll man einfach direkt auf den Ausgang klicken und dann sollte er rüberkommen. Das habe ich allerdings gerade schon gemacht, nachdem Markus irgendwas gesagt hat. Deswegen gehe ich jetzt nochmal dahin, wo er stand, als er diesen Raum betreten hat. Und dann klicke ich rüber auf die andere Seite. Und wenn das jetzt nicht geht, dann... Nee, diesmal kein Rage Quit, sondern noch ein Schnitt. Und wie weiter geht's in die dritte Kammer? Übrigens, warum... Ist das Rätsel in Iskenderun mit der englischen Schreibweise von Jehova gelöst? Keine Ahnung. Hä?
Okay, also man muss einfach nur schnell genug auf die andere Seite klicken, oder wie, was? Also das dritte ist tatsächlich genau wie das erste, einfach total dumm und einfach kein richtiges Rätsel, finde ich. Das ist einfach nur keine Ahnung, was sich die Entwickler dabei gedacht haben, aber meiner Meinung nach ist Spaß anders. Es gibt weder im ersten noch im dritten Rätsel tatsächlich irgendwelche Hinweise, wie das funktionieren könnte. Aber gut, hier ist der letzte der drei Brüder, die sich schwören, den Gral zu bewachen. Seit 700 Jahren und ja, ich meine, der Gral scheint zu funktionieren, ne? Also, ich habe fleißig aufgeschrieben die richtige Beschreibung des Grals. Das war einmal das irische Gedicht aus einer Abtei. Mein Handbuch sagt, dass das einem Becher aus Olivenholz auf einem silbernen Tablett entspricht. Oder der Zeitungsausschnitt aus The Celtic Scholar. Und der beschreibt den Gral laut meinem Handbuch als eine silberne Schale mit Sprüchen der Segnung. Das heißt, es ist also entweder der da, die silberne Schale, so wie der Zeitungsausschnitt das Ganze beschreibt, oder es ist der Becher aus Olivenholz auf silbernem Tablett. So, einer davon leuchtet, der da, und der andere leuchtet nicht. Das Bild im Schloss habe ich so interpretiert, als würde er leuchten. Allerdings muss ich sagen, dass der Gral viel mehr Ähnlichkeit hat mit dem Gral auf dem Bild im Schloss. Und deswegen bin ich geneigt, einfach mal den zu nehmen. Der im Schloss hat ziemlich genau die Form von dem hier. Und der war nicht annähernd so breit. Und so einen Heiligenschein außenrum hatte der auch nicht, sondern mehr so Strahlen auf dem Gewand von der Person, die den hielt. Also es könnte auch durchaus sein, dass das Gewand auf dem Bild einfach so gefärbt war und der Gral einfach nur vorne dran gehalten hielt, vorne dran gehalten wurde. Und es einfach nur so aussah, als würde er das Gewand anleuchten. Und deswegen habe ich es mir nochmal anders überlegt. Ich glaube, das hier ist der richtige Gral und nehme ihn. Das hat funktioniert. Gut, ich mache das gerade zum ersten Mal. Keine Ahnung, ob es der richtige ist, was jetzt passieren würde, wenn ich einen falschen genommen hätte. Ja, gut, okay. Dann schätze ich mal, sollte ich den Gral mit dem heiligen Wasser füllen, um meinen Vater zu retten? Ach so, jetzt entscheidet sich erst, ob es der richtige ist. Das werden wir jetzt gleich sehen. Er trinkt einen Schluck und das Spiel hängt? Nein. Das ist. Ups, das war wohl der falsche Gral. Komisch, aber der sieht genauso aus wie das. Ne, jetzt ist das Wasser nicht mehr heilig, ne? Der sah aber genauso aus wie der Gral auf dem Bild im Schloss. Vielleicht hat er doch geleuchtet. Es gibt nochmal einen kleinen Schnitt und wir sehen uns dann gleich wieder. So, genau. Der einzige andere Kelch, der in Frage kommt, nochmal kurz gucken, ob es der richtige ist, ist die silberne Schale mit Sprüchen der Segnung, wie im Zeitungsausschnitt des Celtic Scholar geschrieben. Und ich, ja, mal was soll's, ne? Das ist die beste Wahl, die eigentlich bleibt, weil von den anderen, für die anderen gibt es überhaupt keine Hinweise, dass das die richtigen Grale sein könnten. Deswegen probiere ich es einfach mal, lasse ich Indy, genauer gesagt, den Gral ausprobieren. Und dann schauen wir mal, ob es diesmal klappt. Ob er diesmal wieder so zu einem Skelett mutiert. Oder ob alles gut geht. Hä? Also jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Das ist seltsam, weil, wie gesagt, das sollte entweder, ne, die richtige Beschreibung des Grals ist entweder das irische Gedicht. Das irische Gedicht sagt der Becher aus Olivenholz auf silbernem Tablett und der Zeitungsausschnitt aus dem Celtic Scholar, der sagt, eine silberne Schale mit Sprüchen der Segnung.
Ja, und das waren doch die beiden, die ich jetzt gerade ausprobiert habe. Also ich gehe jetzt nochmal kurz hin. Ich werde mir hier nicht schneiden, ne? Hier nochmal das total logische Rätsel. Ja, vielleicht war ich schon zu weit rechts. Nee, passt. Total logische Rätsel. Einfach irgendwo auf die richtige Stelle klicken. Es gibt keinen Hinweis darauf. Man muss da wohl einfach tausendmal versuchen, das richtig hinzukriegen. Macht total Spaß. Nochmal zurück zum Gral. Also es gibt zwei mögliche Beschreibungen. Das habe ich in Venedig im Untergrund rausgefunden. Also da, wo ich zuerst den Stöpsel gezogen habe und dann nochmal danach geladen habe, um nochmal nachzugucken, was da drüben war, weil das Wasser ja nach dem Stöpselziehen die Brücke kaputt gemacht hat. Da waren ja die beiden Beschreibungen. Und da hieß es entweder das irische Gedicht oder der Zeitungsausschnitt würden den richtigen Gral beschreiben. Und es sind laut Handbuch tatsächlich genau die beiden, die ich gerade ausprobiert habe. Ich werde es nochmal versuchen, also mir das Ganze nochmal anschauen. Und gucken, ob das dann klappt. Aber, also, es ist ja auch ein bisschen seltsam, dass hier das Rätsel tatsächlich auf die englische Sprache sich bezieht. Das ist ein Tempel in Ägypten von vor mindestens 500, eher 1000 bis 2000 Jahre. Und die kannten damals wohl schon Englisch, noch vor den Engländern. Das ist, also das Spiel strotzt so ein bisschen vor Logikfehlern, habe ich das Gefühl. Und das macht mir persönlich echt überhaupt keinen Spaß. Ne? Bis Venedig, einschließlich Venedig, war ziemlich super. Ziemlich logisch, alles soweit. Und ich meine, selbst der Schlüssel mit der ätzenden Säure, dass man den da rausholt, das ist ja tatsächlich sogar eine einigermaßen sinnvolle Erklärung. Ich meine, da kommt man nicht sofort drauf, aber es ist dann im Nachhinein, wenn man die Lösung kennt, doch sinnvoll irgendwo, ja. Aber dieses, den Stein von der tiefer gelegenen Ebene plötzlich erreichen zu können, weil da drin eben noch viel tiefer liegt als der Boden verglichen mit den Fenstersims oder dieses irgendwo hinklicken. Oder nur wenn man schnell genug zum gegenüberliegenden Ausgang klickt, kann er über die unsichtbare Brücke gehen. Das ist einfach dumm. Und sowas macht mir keinen Spaß. Deswegen, na, so ab dem Schloss, muss ich sagen, hat das Spiel sehr stark abgebaut. Ja. Dann gucke ich mal, dass ich das Ganze noch zu Ende bringe. Es gibt hier, wie gesagt, dieses heilige Wasser. Das irische Gedicht, nochmal. Das irische Gedicht sagt mir der Olivenholzbecher auf silbernem Tablett. Das ist der. Den habe ich ausprobiert, das hat nicht geklappt. Dann war da der Artikel im Celtic Scholar, die silberne Schale mit den Sprüchen der Segnung. Den habe ich auch ausprobiert, der hat auch nicht geklappt. So, was bleibt jetzt denn noch? Jetzt bleibt der ganze andere Rest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also noch 8 Gräle zum Ausprobieren. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist mir zu blöd. Ich habe da keine Lust, das jetzt alles durchzuprobieren. Das dauert jedes Mal wieder mehrere Minuten, bis ich wieder durch das Labyrinth, durch die Herausforderungen durch bin. Es muss eigentlich einer von den beiden sein, aber die beiden funktionieren nicht. Ich gebe dem nochmal eine Chance, weil der andere gerade nicht funktioniert hat. Und wenn es jetzt wieder nicht klappt, dann bin ich echt nah dran zu sagen, dieses Spiel kann mich mal und dann ist nämlich dieses Spiel einfach hier zu Ende für mich. Es sei denn, ihr gebt mir noch einen Tipp, welcher vielleicht der richtige sein könnte, was ich allerdings nicht glaube, weil ja der richtige Gral bei jedem Speicherstand tatsächlich neu generiert wird und man nur in diesem Speicherstand herausfinden kann, welcher Gral der richtige ist. Und das war tatsächlich wieder der falsche. Ja. Das war's dann vorerst mit diesem Spiel für mich. Wenn ihr eine Idee habt, wie ich rausfinden könnte, welcher der richtige Gral ist, dann schreibt mir bitte einen Kommentar. Ich würde es gerne tatsächlich richtig zu Ende bringen, aber ich habe ehrlich keine Lust, das so zu machen. So ein
blödes, unlogisches Rätsel, in Anführungszeichen, das einfach kein Rätsel ist, weil ich habe die Hinweise geguckt, ich habe, wie gerade hier im ersten Raum, einfach aus den Hinweisen überhaupt nichts anfangen können. Ich habe sogar in die Komplettlösung geguckt, mehrere Male, wie gesagt, im Schloss mit dem Stein. Oder auch, weiß ich gerade nicht mehr, auf jeden Fall in dieser Kammer, genau, bei der Flucht aus Deutschland, auch da hätte ich tausendmal rumprobieren müssen, um das Richtige herauszufinden. Oder kämpfen müssen, was mit dem blöden Kampfsystem realistischerweise nicht machbar ist. Dieses Spiel macht mir persönlich gerade überhaupt keinen Spaß mehr. Und ich habe auch in die Komplettlösung gerade nochmal geguckt für den Gral, welcher Gral der richtige ist, und es steht genau das, dass man die Inschriften in den Katakomben von Venedig sich anschauen soll. Da steht drin, welche Beschreibung welcher Gral bedeutet. Dass ich zwei ausprobiere, weil ich mir nicht sicher bin, ob es leuchtet oder nicht. Das sehe ich ein. Das bin ich gerne bereit auszuprobieren, wenn ich mir nicht sicher bin, das noch ein zweites Mal zu machen. Aber ich bin nicht bereit, acht verschiedene Geräte durchzuprobieren. Und das ist mir persönlich wirklich zu blöd. Deswegen bin ich jetzt hier raus. Und ich hoffe, es gibt ein nächstes Mal. Fate of Atlantis werde ich mir mal anschauen. Ich werde mir die, ja, mal ein bisschen durchlesen, worum es in dem Spiel geht, ob die Rätsel da logischer sind, ob das machbarer ist als das hier. Und wenn das der Fall sein sollte, dann besorge ich mir das Spiel und spiele es wieder. Ja. Aber ansonsten, wenn jetzt kein guter Vorschlag mehr kommt und mir nichts Tolles mehr einfällt, wie es hier weitergehen könnte, dann ist das hier leider ein Auf Wiedersehen an dieser Stelle. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Kommentieren. Fürs Liken haben auch einige gemacht. Fürs Weiterverbreiten nehme ich an, weil jemand, mindestens eine Person hat zugeguckt und kommentiert, die ich nicht kenne. Ja. Genau. Ich bin dann hier weg und damit es auch ein schönes Ende gibt. So, jetzt ist der Indiana Jones tot, das Spiel ist zu Ende und der Vater muss wohl leider auch sterben. Es sei denn, wie gesagt, es kommt nochmal eine gute Idee rein. Bis zum nächsten Mal im nächsten Spiel oder in der nächsten Folge.